Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen hier aus Graz. Cross-Cluster Summit, unser Thema. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir haben hier gleich nebenan unsere Mission Control aufgebaut. Das hier ist unser Studio ganz in der Nähe der Grazer Universität. Und von hier aus, und das ist das Spannende jetzt auch für mich, von hier aus werden wir unser Programm gestalten. Wir haben also unsere Teilnehmer, Diskussionsteilnehmer, beziehungsweise auch diejenigen, die uns Inputs liefern, wenn man so will, auf der ganzen Welt zu Hause. Ja, Cross-Cluster ist klar, über die heimischen Cluster hinweg gestreut das Ganze. Ich begrüße Sie im Namen der Organisatoren und das sind ja der Mobilitätscluster AC Styria, ist Ihnen ohnehin bekannt. 300 Unternehmen aus dem Bereich Luftfahrt, Schiene und Straße mit mehr als 70.000 Mitarbeitern in der Steiermark. Mit dabei bei den Organisatoren auch der Creative Industries Styria, auch ein Cluster. Hier vernetzt man die Kreativwirtschaft mit der klassischen Wirtschaft, wenn man so will, um Crossover-Effekte zu generieren. Der Green Tech Cluster, das Zentrum für innovative Energie- und Umwelttechnik mit ja, 220 Unternehmen, die da mit dabei sind. Hier geht es um Forschung und Entwicklung. Dann haben wir den Holzcluster Steiermark, den Holzcluster Styria. In der Steiermark der Holzbau, beziehungsweise auch der Holzbereich mit mehr als 5.000 Betrieben und 55.000 Arbeitsplätzen, also durchaus auch eine mächtige Sparte, die Holzwirtschaft. Der Cluster versieht sich hier als Schnittstelle zwischen F&E, Politik und Wirtschaft. Wer ist noch dabei? Human Technology Styria, die Schnittstelle zwischen Wissenschaft, zwischen Wirtschaft und Politik. Spannend da vor allem eine F&E-Quote, die bei 5,16 liegt, also die höchste in Europa überhaupt. Dann haben wir das Internationalisierungscenter Steiermark, die jetzt gerade im Moment besonders gefordert sind mit ihren Hotlines. Da geht es um Internationalisierung, alle Fragen, die da beantwortet werden und gerade zu Covid-19-Zeiten natürlich auch ein sehr spannender Bereich. Ja, und schließlich noch Silicon Alps Cluster für elektronisch basierte Systeme, verbindet Industrie, Wissenschaft und Behörden in Kärnten und in der Steiermark. Ja, Summit, der Gipfel, quasi ein Gipfeltreffen all jener. Und es geht in diesem Gipfeltreffen der wichtigsten Branchen in der Steiermark, hier im Süden Österreichs, auch in Kärnten, darum, wie rasant sich eigentlich die Strukturen verändern. Ja, und was das bewirkt, das haben wir in den letzten 3 Monaten gesehen. Covid-19 ist über die Menschheit hereingebrochen, wenn man so will. Und ja, wir haben die unterschiedlichsten Strategien miterleben dürfen, die gut funktioniert haben. Andere haben wieder besser und weniger gut funktioniert, effiziente, weniger effiziente. Aber wir sind hier nicht da, um darüber zu urteilen, sondern um zu lernen. Was jetzt zählt, und darum sind wir heute hier, ist das gebündelte Wissen, das Know-how für Sie bereitzustellen, für die positive Entwicklung in unserer Wirtschaft, uns dabei zu helfen, die Cluster- und Netzwerkgesellschaften, die uns mit diesem Wissen versorgen. Ein Crossover der Kompetenzen aus den Bereichen Industrie, Forschung, Kreativwirtschaft, Entwicklung, Bildung, Internationalisierung eben als Impulsgeber. Zu den wichtigsten Themen, die Zukunft von Ökonomie und Ökologie, natürlich auch im Kontext der Digitalisierung. Das wird ein starkes Thema heute auf jeden Fall sein, wenn wir einige Inputs bekommen. Die konstante Veränderung, wenn man so will, was ändert sich nach Covid-19? Was ist jetzt zu tun und wie lässt sich diese Veränderung auch konstruktiv denken? Und als Keynote-Speaker, Sie haben es ohnehin in der Einladung auch schon gesehen, freuen wir uns auch, Mario Herger begrüßen zu dürfen. Heute auch schon eine Doppelseite in der Zeitung. Man konnte sich da schon ganz gut vorbereiten. Er ist Technologie-Trendforscher und Autor, lebt seit 2001 im Silicon Valley, bekannt für sein disruptives Mindset. Disruptiv ist auch schon ein ganz wichtiges Stichwort, eine bestehende Frage komplett eben in Frage zu stellen. Sein aktuelles Buch Corona als Chance, was nach der Krise anders sein wird. Ja, ganz ehrlich einmal, diese radikale Veränderung von Märkten und Geschäftsmodellen durch die Digitalisierung macht auch vielen Menschen Angst. Man hat natürlich Angst vor der Zukunft. Zuerst sieht man natürlich die Gefahren und die Risiken, bevor man die Chancen und die Möglichkeiten sieht. Im Anschluss an die Keynote findet dann auch noch eine Panel-Diskussion statt. Dabei kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort, die ihre Geschäftsmodelle bereits erfolgreich den aktuellen Strömungen und Umständen angepasst haben und von ihren Erfahrungen erzählen. Thank you.
Die sozialen, ökonomischen und kulturellen Strukturen verändern sich rasant. Was jetzt zählt, ist gebündeltes Know-how für die positive Entwicklung der Wirtschaft. Zu finden ist dieses Know-how im gemeinsamen Programm der Cluster- und Netzwerkgesellschaften. Ein Crossover der Kompetenzen mit den Bereichen Wirtschaft, Forschung, Entwicklung, Bildung, Kreativität und Internationalisierung als Impulsgeber und treibende Kräfte des Wandels. Im ersten Cross-Cluster-Summit widmen wir uns gemeinsam den Themen, die im Moment den wirtschaftlichen und sozialen Diskurs dominieren. Die digitale Zukunft hat begonnen. Wir freuen uns, dass Sie mit uns dabei sind. Zu erkennen, Chancen der Digitalisierung zu erkennen, weiter zu nutzen, so wie bei diesem Online-Event. Und ich darf jetzt auch um die offizielle Begrüßung bitten, nämlich Barbara Aiwanger-Miedl, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung hier bei uns in der Steiermark. Gerade die Wirtschaft ist jetzt ja mehr gefordert denn je, um die Covid-19-Krise zu überstehen, zu überwinden. Wie geht's weiter und vor allem, was bleibt, was sind die Lehren daraus und was sind die Chancen? Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie bei diesem Cross-Cluster-Summit heute dabei sind, der Corona-bedingt auf digitale Art und Weise stattfindet. Es wären aber nicht unsere innovativen Cluster-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn Sie nicht auch aus dieser Situation das Beste machen würden und für Sie ein großartiges Programm zusammengestellt hätten. Ich denke, die letzten Wochen haben uns alle vor große Herausforderungen gestellt, die Bevölkerung aber großartig gemeistert hat. Und gerade als Wirtschaftslandesrätin habe ich mich sehr gefreut zu sehen, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Zeit nicht die Köpfe haben hängen lassen, sondern die Herausforderungen angenommen haben, bereits in die Zukunft gedacht haben und teilweise sogar ihre Produktionen und ihre Geschäftsangebote kurzfristig umgestellt haben. Einiges wird uns aus dieser Krise weiter begleiten und ich denke, wir alle sollten auch unsere Lehren daraus ziehen. Ich denke beispielsweise an den immensen Digitalisierungsschub, den wir erlebt haben und wo binnen weniger Tage in vielen Unternehmen, auch in der öffentlichen Verwaltung, Teleworking Einzug genommen hat, was wahrscheinlich vorher in dieser Dimension nicht denkbar gewesen wäre. Ich denke aber beispielsweise auch daran, dass vielen Konsumentinnen und Konsumenten in dieser Zeit bewusst geworden ist, wie wertvoll regionale Anbieter und regionale Produkte für uns alle sind. Und ich hoffe, dass dieses Bewusstsein uns auch weiter begleiten wird. Besonders gesehen haben wir, wie fragil unsere Lieferketten sind. Und gerade im Bereich kritischer Infrastruktur oder auch im Medizintechnikbereich ist es wichtig, dass wir in Zukunft unabhängig sind von anderen Kontinenten und dass wir hier eine gewisse Resilienz aufbauen. Gemeinsam mit meinem Team im Wirtschaftsressort arbeiten wir bereits an Strategien, wie wir diese Lehren aus der Corona-Krise ziehen können und wie wir sie vor allem optimal nutzen können, damit sich die Steiermark auch nach dieser Krise als eine der innovativsten und forschungsintensivsten Regionen Europas präsentieren kann. Wir arbeiten gemeinsam daran und darauf können Sie sich verlassen. Ihre Barbara Aiwanger-Miedl. Viele neue Ansätze. In diesem Jahr sehen wir uns leider nur virtuell, aber umso mehr wissen wir alle zu schätzen, dass wir zumindest über dieses Medium miteinander kommunizieren können, Gedanken und Ideen austauschen, wie auch in den Vorjahren. Natürlich freue ich mich auf die Zeit, wo es wieder möglich ist, persönlich
Kontakt aufzunehmen, face-to-face zu diskutieren. Aber wie gesagt, technologische Entwicklungen bringen uns die Möglichkeit, auch unter diesen Bedingungen miteinander sich auszutauschen, zu konferieren und neue Impulse zu setzen. Die Corona-Krise hat vor allem aus meiner Sicht zwei Dinge gezeigt. Dass wir ein Miteinander brauchen in der Gesellschaft und dass wir gleichzeitig zwei Transformationen bewältigen müssen, nämlich den digitalen Wandel und den sozialen Wandel. Denn eine erfolgreiche und nachhaltige Gesellschaft wird nur dann funktionieren, wenn beide Dinge im Gleichklang entwickelt werden. Über Fragen, über die man vor kurzem noch als eher utopisch diskutiert hat, wie eben dieser radikale Schritt der Digitalisierung, aber auch Fragen eines Grundeinkommens, das in Krisenzeiten Menschen absichert, das sind jetzt Tagesthemen, mit denen man sich ernsthaft auseinandersetzt, um gewappnet zu sein, auch für Herausforderungen der Zukunft. Und genau aus diesem Grund ist das heurige Summit so besonders wichtig, sich mit diesen Zukunftsfragen zu beschäftigen, die Chancen aus der Krise zu ergreifen, sie auch gut zu gestalten und gemeinschaftlich intensiv an beiden Themen zu arbeiten, an der digitalen Transformation und an der sozialen Transformation. Die Stakeholder des Summits sind Garanten dafür, dass das auch gelingt. Und in dem Sinne freue ich mich auf spannende Diskussionen, viele neue Ideen, gemeinschaftliche Weiterentwicklungen und bedanke mich wirklich für die herausragende Kooperation, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Dankeschön, Gabi Schaunig, Landeshauptmann, Stellvertreterin und Technologiereferentin in Kärnten. Ja, ein wichtiger Hinweis und wir starten auch gleich mit Dr. Maria Herger, aber davor noch der Hinweis, wir geben Ihnen ja die Chance auf B2B-Meetings von 17.30 bis 18.30. Hier kann man sich 1:1 zu Videokonferenzen anmelden und vernetzen. Unter dem Menüpunkt Teilnehmer, Teilnehmerinnen kann man in 15 Minuten Slots mit möglichen zukünftigen Geschäftspartnern sich vernetzen. Und jetzt auch für die Live-Session vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, Fragen über den Question-Modus gleich neben dem Chat möglich. So, mittlerweile habe ich von der Regie gerade das Signal bekommen, dass wir auch Dr. Maria Herger bereits in der Leitung haben. Ich wünsche einen, ja, wenn man so will, schönen guten Morgen nach Kalifornien, hier von Graz aus. In Silicon Valley begrüßt Dr. Maria Herger. Er hat technische Chemie und Handelswissenschaften studiert, ist Softwareentwickler, Innovationsstratege. Und ja, jetzt gleich mal die Frage, was hat Corona mit uns angestellt? Wo kann man disruptive Ansätze erkennen? Was hat sich schon verändert? Was wird sich noch verändern? Schönen guten Morgen nach Kalifornien. Jetzt kommt noch kein Videobild. So, Maria Herger, wir haben zwar Ihr Mikrofon auf off, aber noch kein Videobild. Das ist das Spannende, wenn man sich mit diesen Technologien auseinandersetzt und dann in unterschiedlichen Kontinenten auch zu Hause ist. Kann ich sehen? Die Probe, und das Gute, die Probe hat gut funktioniert, aber jetzt haben wir sie auch live hier. Maria Herger, ich darf gleich mal fragen, was sind Ihre disruptiven Ansätze? Was hat Corona bereits mit uns gemacht? Und ja, wie wird sich auch Corona noch weiter auswirken auf uns? Guten Morgen nach Kalifornien. Ja, schönen Nachmittag in die Steiermark und nach Kärnten. Corona hat uns doch gezeigt, was wir plötzlich an digitalen Sachen machen können und dass wir ohne diesen Dingen eigentlich nicht richtig weiterleben hätten können. Unsere ganze Versorgung, unsere ganze Kommunikation, unsere Sozialisierungen können wir zumindest durch diese Dinge machen. Man stelle sich vor, wir hätten das nicht und wir müssten alle zu Hause bleiben und könnten nicht mit unseren Eltern, Kindern, mit Freunden unterwegs sein. Lassen Sie mich vielleicht jetzt meinen Bildschirm teilen, damit ich schauen kann, damit ich Ihnen meine Präsentation zeigen kann. Ich weiß noch nicht, ob man das schon sieht oder nicht. Irgendwie weigert es sich jetzt gerade, Bildschirm. Folien, Folien. Also wir sehen Sie, verzweifelt Richtung Monitor sehen, aber noch keinen geteilten Bildschirm. Ja, da muss ich auf
Bildschirm gehen und irgendwie funktioniert das aber nicht. Der will er nicht. Das Schöne ist, wenn bei Proben alles immer klaglos funktioniert. Natürlich. Screen sharing has been disabled. Share open system preference. Okay. Da hat er mir jetzt eine Ding gelegt. Share privacy settings. Tut mir leid für dieses technischen Glitch hier. Privacy screen recording. Das Schlimme ist, dass wir Ihnen gar nicht helfen können. Sie müssen da tatsächlich alleine durch. Da sind wir zu weit weg. Mario Herger hat sich gerade selbst offenbar aus dem Spiel genommen. In dem Moment wird versuchen, natürlich auch die Leitung wiederherzustellen. Das Spannende ist ja, wenn man so ein Programm angeht, man trifft sich im Vorfeld das eine oder andere Mal, man bespricht das Ganze, man überlegt sich, wie kann man diese Live-Schaltungen machen. Es hat in der vergangenen Woche auch einen Test gegeben mit allen Teilnehmern. Wir haben ja später dann auch noch eine Podiumsdiskussion oder eine Panel-Diskussion auf einem virtuellen Podium, wenn man so möchte. Und da hat das Ganze ganz gut funktioniert, auch das mit dem Bildschirmteilen. Aber im Moment höre ich gerade von unserer Mission Control, von unseren Damen, die da im Nebenraum sitzen, dass Mario Herger im Moment nicht mehr online ist und die Leitung nach Kalifornien ins Silicon Valley im Moment nicht steht. Das Spannende an der ganzen Geschichte, wenn wir uns auch die ganze Corona-bedingten Umstellungen anschauen, ist ja, dass wir lernen, dass wir Lernende sind, dass wir aus den Situationen, die sich für uns hier ergeben haben, sehr viel mitnehmen. Also gerade mal die Umstellung, die Digitalisierung, dass Konferenzen dann mehr und mehr in den Videobereich abgewandert sind. Ich muss dazu sagen, komme eigentlich aus dem Fernsehbereich, da hast du halt natürlich Kameraleute, da hast du einen Regiewagen, da hast du vieles mehr. Und auf einmal muss man sich um die Technik selbst kümmern, um dann auch wirklich senden und übertragen zu können. Das haben manche schon sehr, sehr häufig gemacht und andere sind dann eigentlich noch relativ neu in diesem Bereich. Und ich weiß, dass der Mario Herger definitiv ein alter Hase ist und sich da wirklich auskennt. Und so gesehen bin ich auch zuversichtlich, dass wir ihn gleich auch demnächst auch wieder online haben werden. Ich werde von der Mission Control irgendwann einmal das Zeichen bekommen, dass wir wieder weitermachen können. Spannend, was sich eigentlich jetzt auch an neuen Dingen ergeben haben durch eben Corona. Ich höre gerade, er ist wieder da, er ist wieder online. Müsste ihn aber dann eigentlich auch auf meinem Bildschirm sehen. Ja, jawohl, da ist er schon. Sehr schön. Natürlich immer dann, wenn man es nicht braucht. Ich glaube, dass das Teil Ihres Vortrages war. Ach ja, um zu zeigen, dass wir auch im Silicon Valley nicht die Besten sind, was Technologie betrifft. Ja. Das weiß ich nicht. Aber zumindest, um uns die Grenzen aufzuzeigen, die auch die Technologie noch bietet. Genau. So, lassen Sie mich schnell jetzt noch einmal, mein Rechner ist durchgestartet, das passiert, leider Gottes, hin und wieder. Jetzt versuche ich schnell die Präsentation noch einmal hochzubringen. Ich gebe Sie mir eine Sekunde. Ich möchte Sie jetzt nicht weiter ablenken, aber das ist natürlich auch Teil dessen, was sehr viele erlebt haben in den vergangenen 3 Monaten. Die Umstellung auf digitale Kommunikationsmittel und dass das nicht von Anfang an funktioniert hat, haben, glaube ich, auch viele kennengelernt. Genau, ja, also ich hab das auch gesehen bei vielen Freunden und Kollegen.
bei vielen Freunden und Kollegen, die natürlich erst einmal ihre Sachen einrichten mussten. Eine Sekunde und dann sind wir soweit. Sie machen spannend. Ich mache spannend, ja. Dafür habe ich eine kleine Überraschung hinter mir. Also wenn Sie schon mal genauer geschaut haben, meiner Schulter sehen Sie meine Sammlung von Tanz- und Trachtenbüchern. Ich komme aus der Volkstanzszene und natürlich hat man da natürlich auch sehr viel aus der Steiermark oder aus Kärnten unter anderem. Mein Vater wohnt schon seit jetzt einigen Jahren in Graz selbst. Das heißt, ich bin auch immer wieder in Graz, um ihn zu besuchen. So, eine Sekunde, dann haben wir auch die Präsentation hier. Muss ich aber auch gleich trösten, auch Volkstanzveranstaltungen dürfen zurzeit nicht abgehalten werden. Das heißt, Sie können sich Zeit lassen mit dem nächsten Besuch hier in Graz. Es wird auch im Moment nicht volksgetanzt. Social Distancing ist das Motto auch hier bei uns. Also auch das geht beim Volkstanzen nicht im Moment. Ich glaube, jetzt sind wir so weit dann. Ich werde hier jetzt den Screen sharen. Und wir werden... Können Sie meinen Screen sehen? Ja, jetzt haben wir Sie. Meinen Bildschirm sehen, gut. Wunderbar, vielen Dank. Noch einmal, jetzt haben wir gesehen, auch im Silicon Valley kochen wir nur mit Wasser. Und das ist eine gute Sache. Ich bin, wie Sie wissen, aus Wien eigentlich, bin seit 19 Jahren jetzt hier im Silicon Valley unterwegs, habe lange Jahre bei einer deutschen Softwarefirma gearbeitet, SAP. Und seit einigen Jahren bin ich selbstständig und suche und schaue nach Technologietrends und schreibe Bücher dazu. Und bin auch immer wieder in Europa, unter anderem auch in Graz hin und wieder, um Vorträge zu halten, um Workshops abzuhalten. Und mit Corona hat sich ja sehr viel beschleunigt, was die Digitalisierung betrifft, was generell der Blick auf Technologien betrifft, die uns nämlich plötzlich geholfen haben, unser Leben doch ein bisschen normaler weiterzuführen, als wir es ohne dem hätten machen können. Und ich möchte ein bisschen etwas über diese Idee erzählen und beginnen wir doch einfach, tauchen wir doch einfach einmal ein, und zwar in die gute eure Zeit. Und wir sind hier in Graz, und zwar ungefähr um Anfang 1700. Und da ist ein kleiner Junge geboren worden, der hieß Leopold, und dessen Papa, dem hat das Gasthaus zum Schwarzen Mohren gehört. Und der hat seinen Sohn, den Leopold, immer runtergeschickt in den Keller, damit er an die Weinfässer klopft und sozusagen hört, wie hoch der Weinstand in diesen Weinfässern ist. Und aus diesem kleinen Leopold ist dann nachher ein Arzt geworden, der Leopold Augenbrugger, der dann nachher noch geadelt wurde. Der wurde nämlich auch der Leibarzt der Maria Theresia, der Kaiserin. Und er hat diese Idee, dass man den Füllstand des Weinfasses durch Klopfen erhören kann und abschätzen kann, hat übernommen als Arzt und hat die Abklopftechnik, Perkussion, wie er sie genannt hat, erfunden, wo man gegen die Brust klopfen konnte, um zum Beispiel erkennen konnte, ob es Lungenprobleme gibt, ob es Herzprobleme gibt und so weiter. Er hat ein Buch dazu geschrieben, das er auf Lateinisch geschrieben hat. Und es ist aber nicht viel aus dem Ganzen geworden. Er hat das angewandt, ein paar Kollegen haben das angewandt, aber es ist irgendwie voll eingeschlafen. Und dann 1809 stieß der Leibarzt von Napoleon auf dieses Büchlein und hat es ins Französische übersetzt. Und dieses Buch wiederum ist dann einem gewissen René Marie Théophile Hyacinthe Laennec in die Hände gefallen. Ihr müsst euch den Namen nicht merken, ich werde den nachher nicht abprüfen. Und dem hat das sehr interessiert. Und der hatte eine Patientin, die ein bisschen übergewichtig war, also eine junge Dame, die fettleibig war und die Probleme hatte, und er konnte nicht sein Ohr an ihre Brust legen, um sie abzuhören, sondern nahm einen Bogen Papier, hat ihn zusammengerollt und dann ans Ohr gelegt und an ihr Herz und ihre Brust und hat hören können. Und aus dieser Idee hat er dann dieses Gerät entwickelt und weiterentwickelt, und das ist dann nachher als das Stethoskop bekannt geworden. Also ein Instrument, das heute stereotypisch ist für die Ärzteschaft, dass man immer um ihren Nacken herum gewickelt sieht oder in der Tasche sieht. Nur
man hätte sich gedacht, eine solche tolle Idee, die uns erlaubt, die Keuschheit der Patientin aufrechtzuerhalten und besser zu hören und besser zu untersuchen, ist etwas, das von der Ärzteschaft mit Freude aufgenommen wird. So war das nicht, ja? Weil damals die Ärzte gemeint haben, ihre Hände, die Patienten berühren, haben ja heilende Wirkung. Und jetzt gibt man ein Gerät dazwischen, das diese heilende Wirkung der Ärzteschaft durch die Hände sozusagen hinwegnimmt. Das ging sogar so weit, dass der Übersetzer John Forbes, ein englischer Arzt, der das Buch dann von René-Marie Theophile Hyacinthe-Laennec übersetzt hat ins Englische, dass er sich sogar im Vorwort noch einmal seine Meinung ergießen musste, dass er meint, das Stethoskop ist eine überflüssige Erfindung, die nicht dazu beitragen wird, das von der Ärzteschaft akzeptiert zu werden. Das heißt, diese Nein-Sage, diese Technologiekritiker, die gab es schon damals. Hier ist ein anderes Beispiel, und zwar, wir befinden uns hier ungefähr 1750 in London, und der Mann, den wir hier sehen, das ist der Kaufmann John Hanway, der viel herumgekommen ist. Der war in Russland, der war in Persien, der war in Frankreich als Händler unterwegs und hat dort eine Idee aufgeschnappt, nämlich den sogenannten Parapluie, den Regenschirm. Und ist damit in London bei Regen auf die Straße gegangen und wurde angegafft und es wurde sehr lustig gemacht über ihn, was er da für ein komisches Gerät hat, etc. Und man würde denken, so ein Regenschirm sei etwas, was gerade im regnerischen London etwas wäre, das mit Freude aufgenommen wird, weil es ja doch etwas sei, das eben einen trockenen Fuß lässt. Aber es gab mehrere Gründe, warum die Leute dagegen waren. Das eine war, das war zu französisch, weil in Frankreich gab es ja schon und es gab kein schlimmeres Schimpfwort für den Briten damals und auch heute noch als französisch bezeichnet zu werden. Und er hat damit die Droschkenfahrer, also die Fiaker mehr oder weniger und die Sänftenträger, die immer sehr viel Geld verdient haben, wenn es geregnet hat, weil dann jeder mit einer Kutsche gefahren ist, hat er denen die Arbeit, also das Geschäft weggenommen. Und damit wurde er angefeindet. Auch war damals es so, dass man als Brite natürlich dass die Meinung war, nur das Wetter und der Regen haben die Briten erst zu dem gemacht, was sie sind. Sie haben erst gestählt und damit sind sie berechtigt, sozusagen die Welt zu kolonisieren und zu regieren. Man merkt auch also hier wiederum eine sehr, sehr sinnvolle Erfindung eigentlich, gerade für England, wird dort angefeindet aus verschiedensten Gründen und auch hier wiederum in der Vergangenheit eine Reihe von Kritikern, die dagegen waren. Nicht nur heute, nicht nur damals, sondern auch heute ist das der Fall gewesen, als Obama damals den türkischen Premierminister Erdogan empfangen hat, hat es bei der Pressekonferenz vor dem Weißen Haus zu regnen begonnen und er hat die Marinesoldaten gebeten, einen Regenschirm zu halten. Und da kam es dann von den Konservativen, also von den Republikanern, zu einiger Aufregung, weil ein Soldat soll ja keinen Regenschirm tragen. Das ist sogar in den Uniformregeln drinnen und das wäre zu verweiblicht. Und also auch hier wieder, es hat sich nicht viel geändert an Technologiekritik, so sinnvoll sie auch ist. Und diese Personen, die das machen, sind diese Moralapostel, diese Moralunternehmer, die mit neuen Technologien, die kommen, meinen, wir wären asozialer, das wäre gegen die Natur, was die Natur uns gemacht hat. Wir wären schon perfekt, sozusagen, wie wir geschaffen sind von Gott oder von der Natur. Und alles, was wir hier finden, verweichliche uns, mache uns narzisstischer, mache uns verweichlichter, etc. Also man merkt, da gibt es eine ganze Historie hinter diesen Dingen von solchen Predigern und Moralunternehmen. Wir hatten aber nicht nur Ängste, sondern wir hatten natürlich auch bei uns zu Hause im Land Chancen, die wir genutzt haben, wo wir sehr erfolgreich waren. Also damals, wo alles besser war, ne, dem wir immer so nachwenden, immerhin kam mehr oder weniger ja, Ferdinand Porsche, Automobiltechnologie, das Automobil, bekannteste, größte Automobilunternehmen der Welt, ist von einem Österreicher gegründet worden und nach wie vor von einer österreichischen Familie kontrolliert und gesteuert. Wir haben auch tatsächlich so etwas wie die Semmeringbahn, auch für die Steiermark und Kärnten sehr, sehr bedeutend. Wir haben
die Semmeringbahn gebaut. Und da muss man wissen, dass und die älteren Herrschaften unter uns erinnern sich noch an den Karl Ritter von Geger auf der 20-Schilling-Banknote. Und zwar wurde damals die Semmeringbahn 1840 herum in Angriff genommen, die diese Berge überwunden hat in einer Steigung, wo es damals keine Lokomotiven gab, die diese Steigungen mit Last befahren hatten können. Aber die Regierung als Auftraggeber war sich sicher, dass bis zum Ende der Bauphase es Lokomotiven geben wird, die diese Steigung tatsächlich machen können. Und tatsächlich haben sich gleich 6 Lokomotivunternehmen aus ganz Europa angemeldet, 2 aus England, 2 aus Österreich, eines aus Belgien und eines aus Deutschland, die dabei machen wollten. Und 1851 tatsächlich gab es dann 4 Lokomotiven von 4 Herstellern, die diese Strecke schaffen konnten. Und da hat sozusagen die Regierung, Gesetzgeber auf der Auftraggeber darauf gesetzt, dass Innovation schon gelingen wird, wenn man sie nur fordert. Und das ist ein sehr interessantes Thema, auf das ich dann nachher noch einmal zurückkommen werde. Wenn man in Österreich geboren ist, kennt man natürlich das österreichische Erfinderschicksal auch, ja, dass es nicht immer alles so rosig ist und nicht immer alle Erfindungen. Nämlich, es gab eine ganze Reihe von Erfindungen, wo der österreichische Erfinder diese Idee hatte, aber irgendein Engländer oder ein Amerikaner hat ihm diese Idee gestohlen und damit mörderisch viel Kohle gemacht, während der österreichische Erfinder letztendlich verarmt, verhungert in seinem Erdloch verstorben ist. Ein Beispiel ist Peter Mitterhofer, der die Schreibmaschine erfunden hat. Das erste ist ein Holzprototyp, konnte sie aber nie in Serie umsetzen, hat nie die Gelder aufgetrieben und nie die Unterstützung gekriegt. Oder Josef Ressel, der die Schiffsschraube erfunden hat. Oder Josef Madersberger, der die Nähmaschine erfunden hat. Und da sieht man schon, man braucht, um Innovation zu treiben, erfindungsreich zu sein, nicht nur die Leute, die Erfindungen und die Ideen haben, und davon haben wir genug, sondern man braucht auch die ganze Infrastruktur dazu, das ökologische Umfeld, das ökonomische Umfeld an der Stelle. Man braucht Investoren, man braucht die ersten Kunden, man braucht Leute, die einen dabei unterstützen und positiv diesen Erfindungen und Innovationen gegenüberstehen. Also nicht immer nur diese Kritiker. Wie schaut das heute aus? Und gerade auch hier wiederum Automobilcluster in Graz. Wir haben hier der Jaguar I-Pace, ein Elektrofahrzeug, das dort gebaut wird, ist eines der Kernfahrzeuge, das Waymo, diese Google-Schwesterfirma, die autonomes, selbstfahrende Auto entwickelt, verwendet, um seine Technologie draufzugeben. Ja. Und wir haben aber oft als erste Reaktion auf solche neuen Sachen sofort die negativen Sachen. Zum Beispiel, wenn wir schauen, Elektroautos, ja, kommt das erste Kritik oder Argument, ja, wo soll denn all der Strom herkommen? Und das ist die erste Frage, die man hat, anstelle sich zu überlegen, was bedeutet es überhaupt, unsere Flüssigkraftstoffe bereitzustellen? Wie viel Strom und Energie werden da überhaupt verwendet? Und wenn wir uns überlegen, dass wir Milliarden Tonnen von Flüssigkeiten durch die Welt schippen, nur damit wir sie in unserem Auto verheizen können, sieht man schon sehr rasch, wie absurd das ist. Wenn wir zum Beispiel von Robotern oder künstlicher Intelligenz reden, dann fällt uns sofort Terminator ein. Ja, natürlich Schwarzenegger hier als steirischer Bauer. Ja, das ist das Erste, was wir denken. Wir denken aber nicht an die positiven Effekte, die Roboter oder künstliche Intelligenz haben können und die wir betrachten sollten. Oder autonome Autos, ich habe das schon erzählt, selbstfahrende Autos. Ich wohne hier im Silicon Valley. Wir haben hier 66 Unternehmen, die heute mit 800 Fahrzeugen auf den Straßen autonome Autos testen. In ganz Kalifornien dürfen die testen. Und das Erste, was ich aber in Europa immer als Frage bekomme, ist, ja, was ist denn jetzt, wenn da die Oma oder das Baby ist und das Auto kann nicht mehr bremsen, wen soll es töten? Und diese ethischen Fragen, die kommen von uns immer unter Vorwänden, wir wollen uns damit intelligent und gescheit dastehen lassen, dabei sind sie völlig irrelevant, solche Fragen, weil das nie passiert. Wir haben das nie beim Führerschein gelernt, wir haben das nie trainiert. Und wer ist besser, der Mensch oder die Maschine an der Stelle? Und die Frage ist eigentlich eine falsche, nämlich nicht,
wen sollen wir töten, sondern wie können wir überhaupt vermeiden, dass wir jemanden verletzen und töten mit einem solchen Auto. Und das ist eigentlich das Ziel, das man hat. Viel praktischere Fragen wären an der Stelle beispielsweise, wie viel Meter Abstand soll ich von einem Fahrradfahrer halten als autonomes Auto, wenn ich vorbeifahre. Ja? Oder wir sollten schauen, wie kann ich es verhindern, dass ich gewisse Bevölkerungsgruppen benachteilige, zum Beispiel hier dieser Seifenspender, den wahrscheinlich jeder kennt, der durch einen Sensor erkennt, ob eine Hand drunter gehalten wird, funktioniert ganz klar, wenn ich ein Weißer bin, also ich so ausschaue wie die meisten von uns heute in Österreich, aber wenn ich dunklere Hautfarbe habe, und das sind sehr viele Personen in den USA, dann funktioniert der nicht, wenn er die Hand nicht erkennt. Und dann muss diese Person muss ein weißes Papiertaschentuch nehmen, damit sie diese Seife kriegt. Also das sind so Fragen, die viel, viel anwendungspraktischer sind. Und das heißt nicht, dass die Technologie deshalb schlecht ist, sondern wir haben sie einfach nur gebaut in einer Weise, dass wir sie verbessern müssen an der Stelle. Also sie wird uns nicht umbringen an der Stelle. Das bringt uns zu dem Gedanken, nämlich was sollten wir tun, damit wir ein Future Mindset haben, also dass wir offener sehen gegenüber Technologien und nicht nur Fürchten und Ängste haben. Und dazu möchte ich die Catherine Breillat vorstellen. Und die Catherine Breillat ist eine 58-jährige Französin gewesen, die als junge Mutter ihrem Sohn immer Schokolademousse gemacht hat. Und er hat sie immer genannt, sie ist die Maman au Chocolat, die Schokoladenmama. Ja? Und sie hat es geliebt zu kochen und diese Süßigkeiten zu machen, aber das Leben ist ihr dazwischen gekommen, sie musste Geld verdienen, musste arbeiten gehen und hat auf einem Arbeitsamt gearbeitet. Und als sie dann 58 war, kam ihr Sohn, der schon nach Japan gezogen ist, in Japan berufstätig war, kam zu ihr und hat gesagt, Mama, ich möchte nicht, dass du in einem Beruf bist, der dich nicht glücklich macht, sondern ich möchte, dass du deine Leidenschaft lebst. Und das hat ihr zu denken gegeben. Und am nächsten Tag ging sie zu ihrer Chefin und hat gesagt, ich möchte mich professionell weiterentwickeln. Und hat sich in der berühmten Pariser Cordon Bleu Schule angemeldet, um dort Patisserie, also Konditorei und Bäckerei zu lernen. Und hat diese Schule abgeschlossen und dann bei einem Schokoladenmousse-Wettbewerb teilgenommen in Paris. Sowas gibt es. Es gibt einen Schokoladenmousse-Wettbewerb in Paris. Also die Franzosen wissen, wie man lebt. Und den hat sie gewonnen. Und darauf hat sie sich entschieden, nachdem ihr Sohn gesagt hat, du, in Japan sind die Leute ganz verrückt nach Schokoladenmousse. Es gibt aber kein gutes Schokoladenmousse. Willst du nicht nach Tokio ziehen? Und sie hat alles hingeschmissen und mit ihrem Mann gemeinsam nach Tokio gezogen und hat dort jetzt eine Filialkette, wo sie Schokoladenmousse verkauft. Und das Mindset, das wir hier sehen, ist eine 58 Jahre alte Frau, die dann mit 61 nach Tokio geht, sich beruflich komplett verändert und ihre Leidenschaft lebt, ist etwas, was eher ungewöhnlich ist bei uns. Wir werden relativ rasch und früh in unseren Beruf hineingebracht. Das heißt, wir sind oft schon mit 14 oder 15 müssen wir uns entscheiden, in welchen Beruf wir gehen oder mit 18, welches Studium wir machen. Nur zu diesem Zeitpunkt wissen wir oft nicht wirklich, was es gibt auf der Welt. Wir haben keine Beispiele, wir haben keine Probe gekostet, welche Berufe es gibt. Und es kennt wahrscheinlich von euch niemand, der mit 35 erst sein Medizinstudium begonnen hat und damit 40 Arzt geworden ist. Meine Frau ist ein Beispiel. Sie ist mit 34 nach vielen anderen Berufen, die sie hatte, hat sie Medizin zu studieren begonnen und sie ist heute Ärztin. Das heißt, wir haben ein System bei uns, ein Mindset, das es irgendwie nicht erlaubt oder zulässt, dass wir Berufe wechseln und erst viel später unsere Leidenschaft finden für das. Und das ist etwas, glaube ich, was wir stärker erlauben müssen, gerade in einer Zeit, wo sich viel ändert. Ein anderes Beispiel ist die Signalisierung als Mindset. Und Signalisierung kommt als Beispiel zum Beispiel, als die Amerikaner am Mond gelandet sind, haben die Apollo 17 Astronauten, unter anderem, die anderen ja auch, Mondproben genommen und mitgebracht. Sie haben, glaube ich, da mehrere Dutzend Kilogramm an Mondgestein in ihren Raumkapseln wieder zurückgebracht. Und dann gingen sie her und haben in über 120 Ländern eine Probe des Mondgesteins übergeben. Österreich hat sogar zwei Proben bekommen.
Man sieht das also hier oben in diesen Harz oder was auch immer, das ist oder Silikon eingeschweißt, diese Mondprobe. Und was die Amerikaner hier gemacht haben, ist, sie haben signalisiert, dass sie technologisch und wirtschaftlich so potent sind, dass sie sich so ein kostspieliges Programm leisten können. Und wenn man sich überlegen muss, mit wem man es zu tun, mit wem man Handel treibt, mit den Sowjets oder mit den Amerikanern in deren Einflusssphäre, dann ist es ein klares Signal, wir können das. Wenn wir dagegen denken, welche Innovationen bei uns da waren, die es nie weit gebracht haben, wie zum Beispiel der Transrapid in Deutschland, der fährt halt in China. Wir haben es nicht geschafft. Ja, wir haben andere Technologien auch nicht geschafft. Das heißt, wir signalisieren damit, dass wir es nicht können oder nicht wollen. Und wenn wir Talente, kluge Leute im Land halten wollen oder ins Land bringen möchten, dann schauen sich die an, wie steht das Land da, was ist das Image, das nach draußen gesendet wird. Und da gibt es viele Technologien heute, wo wir nicht mehr an erster Stelle sehen, wo Automobilindustrie plötzlich die Amerikaner, die Silicon Valley Leute oder künstliche Intelligenz, wo diese Leute in Silicon Valley oder in China plötzlich Vorzug bekommen von Talenten und Geldern und Interessenten. Dann natürlich so etwas wie Wettbewerb, und wir haben schon gesehen, der Wettbewerb bei Semmeringbahn, die zum Beispiel die DARPA, die amerikanische der Forschungszweig des amerikanischen Militärs, hat das autonome Auto, das autonome Fahren durch einen Wettbewerb gestartet. Es gab den Grand Challenge Anfang 2004, 2005, 2006, wo sich viele Universitäten, Firmen, aber auch ein paar durchgeknallte Typen dorthin begeben haben, um zu zeigen, dass sie ein Fahrzeug haben, das diese Strecke ohne Fahrer fahren kann. Und der Einsatz war eigentlich relativ wenig Geld. Das war ein Preisgeld von $1 Million und es war halt vielleicht $5 oder $10 Millionen hat die ganze Organisation gekostet von dem Ganzen. Und das ist heute als mehrere tausend Milliarden Dollar Industrie angesehen, das Potenzial, das hier drinnen liegt. Bisher wurden über 100 Milliarden US-Dollar ausgegeben von Unternehmen, um autonomes Fahren zu entwickeln. Da sieht man also, wie so ein kleiner Wettbewerb eine riesige Industrie und viele Ausgaben und viele Erlöse bringen kann. Oder wir kennen sicherlich noch, erinnern uns noch an diesen Stratosphärenflug, der X-Prize, wo es darum ging, als erster zweimal 100 Kilometer innerhalb von 2 Wochen hochzufliegen und wieder zurückzukommen. Und da gibt es auch heute mehrere Unternehmen, die das machen. Oder zum Beispiel der Hyperloop, die Hyperloop-Wettbewerbe. Der Hyperloop ist diese Tunnelröhre, wo ein Hochgeschwindigkeitszug einmal gebaut werden soll. Da wird ja geforscht von zumindest 2 Unternehmen, die das machen. Es wurde von Elon Musk damals vorgeschlagen. Ich glaube auch Österreich und die Slowakei haben hier einen Vertrag unterschrieben, dass sie eine Strecke machen. Aber momentan geht es mehr um die Suche nach, was ist das effizienteste Vehikel, das man macht. Und zum Beispiel die TU München hat sich mit Studententeams mehrmals beteiligt und hat 4-mal in Folge diesen Geschwindigkeitswettbewerb gewonnen. Und da sieht man ein Unternehmen hier, sponsert solche Wettbewerbe, um die Besten zu finden. Und hier wäre die Idee auch für uns, wie können wir sowas machen, dass wir die besten Köpfe und Ansätze aus verschiedensten Bereichen anziehen und welche Wettbewerbe müssten wir machen. Heute haben wir solche Wettbewerbe nicht wirklich. In Deutschland beispielsweise ist es sogar gar nicht erlaubt, sowas zu machen von der Regierungsseite her. Also da müssten wir schauen, dass wir solche Dinge vielleicht einführen. Wir konnten es ja mit der Semmeringbahn, dort haben wir das ja auch gemacht vor 150 Jahren. Wir haben leider Gottes heute diese Moralapostel, ein Moralunternehmer. Ein Moralunternehmer ist eine Person, die darauf hinweist, was uns diese Technologie alles an Schaden zufügen wird und dass es wider der Natur ist und dass es uns weniger Mensch macht. Tatsächlich ist aber jede Technologie, die wir gemacht haben, ist von uns geschaffen, damit etwas zutiefst Menschliches und erlaubt uns, mehr Zeit für uns selber zu kriegen. Die Tatsache, dass wir zum Beispiel Zoom verwenden können oder Videokonferenz jetzt während einer Corona-Krise, wegen einer Pandemie, zeigt schon, dass wir mehr Mensch sein können, als wir es anders sein könnten. Wir haben Impfstoffe, die uns es ermöglichen, dagegen anzukämpfen. Wir haben nichts davon, wenn wir mit der Natur leben, aber dann mit ihr sterben, weil wir keine Technologie einsetzen, wie einen Impfstoff, wie Tabletten, wie andere Sachen, Essen, das zu uns kommen kann. Und
Hier sind ein paar dieser modernen Moralunternehmen, die sehr viel Geld damit verdienen, dass sie davor warnen, wie ein Anders Inset aus Norwegen oder ein Fritz Indra, ein Verbrennermotorenpapst, der gegen Elektromobilität und neue Technologien wettet, weil das Einzige, was er kennt, ist Verbrennungskraftfahrzeuge. Und da wird jetzt sein Baby weggenommen. Oder ein gewisser Richard David Brecht, der als Philosoph daherkommt und aber von Technologie wenig versteht. Und wenn man selbst nicht wirklich Technologie oder das neue Technologie-Thema versteht, dann fällt man auf solche Scharlatane halt leicht herein. Man muss sich da wirklich seine eigene Meinung bilden an der Stelle. Das bringt mich dann zu den Zukunftschancen. Und da sind wir schon dann bei den letzten paar Folien, nämlich was sind jetzt so die Sachen, die kommen, die wir auch mit der Corona-Krise gesehen haben. Zum Beispiel solche Lieferroboter und Roboterhunde. Hier habe ich ein Foto gemacht, die sind Fotos von mir auf der rechten Seite. Mit dem Beginn der Corona-Krise sind plötzlich bei uns auf den Straßen in Mountain View diese Kühlboxen auf Rädern aufgetaucht, die es schon in anderen Städten gab, die ich schon gesehen habe, aber plötzlich sind sie überall aufgetaucht, die Pizza vom Pizza-Restaurant oder hier vom irischen Pub dann zum Büro oder zur Wohnung bringen. Und die versorgen uns plötzlich und die bringen uns diese Dinge. Und wie die auch immer ausschauen, als Roboterhund ein Paket liefert und dann Stufen hinaufklettert oder der uns, was weiß ich, Toilettenpapier bringt. Ja. Das war auf der CES im Januar in Las Vegas, hat diese Toilettenpapierfirma einen Toilettenpapierroboter gebracht. Ich frage mich an der Stelle, was wussten die bereits von der Corona-Krise, dass die kommen wird, dass sie so einen Roboter vorgestellt haben? Oder selbstfahrende Auto, hier Zoops, eine Silicon Valley-Firma, wurde gerade gekauft für 1,2 Milliarden von Amazon, die hier die Lobanz Street runterfährt und dass wir hier keine Fahrer mehr benötigen, die wir damit nicht der Gefahr aussetzen, sich anstecken zu müssen, weil Lieferungen müssen auch in einer Pandemie gemacht werden, Medikamente, Versorgungsgüter, Essen, Toilettenpapier. Ja. Oder dann in Zukunft vielleicht auch Drohnen, das ist eines dieser heißen Themen, da gibt es angeblich 600 Firmen, die jetzt Drohnen mit Menschen für Menschen bauen, das sind Flugautos, Flugtaxis, wie auch immer das ist. Hier ist eine kleine Abschätzung vielleicht, die ich einmal in meinem Buch gemacht habe. Wie rasch wird das kommen für uns? Wo wird das sein? Ist das in naher Zukunft, in fernerer Zukunft? Wo wird das eher sein? Zuerst in den USA, vielleicht früher auch in Europa. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir in Europa sehr viel offener sehen von Regierungsseite her, von Technikerseite, von Gesellschaftsseite und versuchen, diese Technologien besser und rascher zu verstehen. Weil sonst überlassen wir diese Ideen und diese Geschäftsfelder anderen und wir laufen nur mit oder wir werden überrollt davon und können eigentlich nicht wirklich viel beeinflussen. Ein anderes Thema, berührungsloses Einkaufen, zum Beispiel in China gibt es eigentlich überall schon diese Barcodes, das heißt über 700-800 Millionen Menschen verwenden bargeldloses Zahlen mit WePay und Alipay von diesen Anbietern. Selbst Bettler auf der rechten Seite, wie ihr seht, nehmen kein Kleingeld, sondern die halten einen Barcode hin und bezahlt mit seinem Handy. Und das ist gerade in Zeiten Corona-Pandemie, wo man Gelder als Übertragungsmedium für eine Seuche sein könnte, wegkriegen möchte. Oder man hat ein holographisches Display, wo man durch draufklicken, also man berührt nichts mehr, man berührt nur, man geht nur rein und dann wird auch gelesen, wo der Finger ist. Und dieses holographische Display dann ist zum Beispiel in einem Aufzug, da kann ich mir das Stockwerk auswählen, was ich fahren möchte. Oder Amazon Go hat überhaupt keine Kassierer mehr, Kassierinnen, man geht rein, wie am Flughafen, man nimmt sein Handy, hat den Barcode, legt das auf sein Lesegerät, geht rein, nimmt die Sachen aus den Regalen heraus, steckt sie in den Rucksack und geht wieder raus, ohne je zahlen zu müssen. Und das System durch Kameras und Sensoren schaut sich genau an, was hat man genommen, wer war das und rechnet das dann nachher ab. Da gehe ich zum Beispiel immer hin mit Delegationen, die wir haben, damit die das also selbst erleben. Und hier sieht man auch, was Covid-19 hier an der Stelle jetzt für den Handel macht. Kontaktloses Zahlen wird also sicherlich sehr prominent sein und bleiben. Online-Shops, plötzlich musste jeder einen Online-Shop haben. Aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen, die vermutlich dann noch nachkommen und wo sich Chancen erübrigen. Und wir haben begonnen mit Medizin, mit dem Leopold von Augenbrugger,
Edler von Auenbrugge. Und mit Medizin wollen wir auch sozusagen abschließen, welche Chancen es da gibt durch Covid. Hier ist ein Beispiel, wie sich solche Droplets durch Niesen, durch Husten, durch einfach Reden in der Luft verteilen. Und wenn man sich das genau anschaut, wir haben eigentlich gar keine Geräte oder Sensoren, die in der Luft aufspüren. Das heißt, das, was wir hier als Simulation sehen, sehen wir in Wirklichkeit gar nicht. Das heißt, wir gehen blind in so eine Wolke rein und stecken uns an. Was unter normalen Umständen vielleicht jetzt nicht das große Problem ist, aber in einer Seuche ist das ein riesiges Problem. Und da stellt sich die Frage, warum haben wir nicht so etwas wie einen Tricorder, Pille hatte der McCoy bei Raumschiff Enterprise. Und wieso haben wir so etwas nicht in Form einer, zum Beispiel einer virtuellen Augmented Reality Brille, die sowas erkennen kann? Man kann sich da sehr viele Anwendungsgebiete vorstellen, zum Beispiel auch Reinigung, ob Oberflächen richtig gereinigt sind, ob wenn man Allergiker ist, dass man an dem Tag in einer bestimmten Gegend nicht herumläuft oder unter diesem Baum nicht durchläuft, weil da gerade die Pollen in der Luft hängen. Ja, da gibt es viele, viele Anwendungsgebiete, was zu tun. Ein anderes Bereich ist natürlich Intelligenz integrieren in den Körper, Elektronik in den Körper integrieren. Neuralink von Elon Musk beispielsweise ist ein Chip, der wird dieses Jahr zum ersten Mal eingepflanzt, der ins Gehirn eingesetzt wird, mit den Synapsen verbunden wird und plötzlich uns erweitert. Und das mag uns jetzt furchtbar erscheinen. Aber denken wir doch einfach nur weiter. Wir haben selber heute schon eine ganze Reihe von solchen Implantaten. Ja, sind zwar nicht vielleicht im Körper, sondern am Körper. Wir haben Kleidung, wir haben Brillen, wir haben für Gehörlose Gehörgeräte oder so Einsätze, Cochlear-Geräte, die wir haben. Wir haben, wenn wir uns den Oberschenkel gebrochen haben, ältere Herrschaften, ein Implantat beispielsweise. Also wir haben heute schon eine ganze Reihe von solchen Dingen, die wir in unserem Körper haben. Warum nicht auch solche Dinge? Oder medizintechnisch zum Beispiel Exoskeletone für Behinderte, Gelähmte, dass sie wieder gehen können. Oder Chips, die man einsetzt, um zum Beispiel getrennte Nerven in der Wirbelsäule zu überbrücken. Da gibt es also eine ganze Reihe, wie man schon sieht, eine ganze Reihe von Chancen, die wir hier haben und die wir positiv sehen sollten. Und Leopold von Auenbrugge, als erstes Beispiel, das ich genannt habe, hat gezeigt, dass wir das können. Wir haben die Talente, wir haben das Wissen, wir haben das Können. Wir konnten es in der Vergangenheit, wir können es heute und wir können es auch in der Zukunft. Das Einzige, was uns hindert dabei ist, dass wir es nur wollen müssen. Ja, wir sollten nicht zuerst immer auf die Risiken und die Gefahren schauen, sondern wir sollten zuerst einmal schauen, was sind denn die Möglichkeiten, was sind die Chancen, die man da hat. Und dann stellt sich oft heraus, dass diese Gefahren und Risiken, über die man sich vorher so ereifert hat, dass die gar nicht zutreffen, sondern es sind vielleicht andere. Aber eben weil man zuerst die Chancen und die Möglichkeiten angeschaut hat, kommt man weiter. Wenn man zuerst die Risiken und die Gefahren sich anschaut, dann wird man schon deprimiert und hält sich zurück und probiert es erst gar nicht. Und das ist auch ein Grund, warum es ja diesen Cross-Cluster Summit gibt und diese Organisationen, die dahinter stehen, um eben genau dieses Mindset reinzubringen und zu starten. Und damit komme ich schon zu meinen letzten zwei Folien. Nur mal kurz, wer mehr wissen möchte, ich habe ein paar Bücher zu dem Thema von künstlicher Intelligenz, wenn Affen von Affen lernen, Corona ist Chance, auch über Automotive und das Silicon Valley Mindset oder wie man in die Zukunft schaut und sie selber gestalten kann, sind so ein paar Sachen. Man kann mich sehr leicht erreichen und damit gebe ich schon wieder zurück an die Moderation. Vielen Dank. Auch ein herzliches Dankeschön. Mario, ganz kurz vielleicht noch dranbleiben, bevor es dann in die direkten Gespräche und in die Gesprächsrunde geht. Du hast gesagt, wir müssen wahrscheinlich mutiger sein, haben wir vielleicht verlernt, mutig zu sein. Die Frage wäre, wofür stehen wir? Wofür stehen wir hier in Europa? Und es kam diese Frage auch, da heißt es aus deiner heimatverbundenen kalifornischen Fernsicht, worin siehst du, wenn überhaupt, die Stärken Europas, die Chancen zur Aufholjagd zu bieten, in welchen Themen siehst du Chancen, aber jetzt vielleicht nicht nur für Europa gesehen, sondern vielleicht auch runtergebrochen auf Österreich, vielleicht sogar runtergebrochen auf die Steiermark. Ja, ich meine, wir schauen uns immer Silicon Valley und China und Tel Aviv an und bewundern die für ihre für einen unbeschränkten, ungezwungenen Zugang zu Technologien und dass sich die da reinstürzen. Umgekehrt schauen diese Regionen auf uns, weil gerade zum Beispiel aus unserer Gegend das Handwerk kommt, die Ausbildung, das Handwerk, diese Tradition, dass wir
wenn wir das machen, machen wir es sehr, sehr gut. Wir sind aber, und da können, da sind wir Vorbild. Auch dass wir sicherlich viel mehr Erfahrungen und Gedanken uns gemacht haben zu, was der Mensch eigentlich sein sollte, wie was Moral, Ethik betrifft, was Datenschutz betrifft. Das kann uns sowohl behindern als auch unterstützen. Und da haben wir sehr, sehr viel beizutragen. Auch dass nicht alles niedergerissen werden muss, sondern sich das auch in eine lange Historie einbetten kann. Ich meine, man schaue sich eine europäische Stadt oder Innenstadt an und da kann man viel bequemer flanieren. Der Lebensstil ist sicherlich sehr viel besser. Da haben wir sehr viel zu geben. Auch die Historie, einfach Wissenschaft kommt aus Europa. Die Wissenschaftsdisziplin als Disziplin wurde in Europa entwickelt. Wir dürfen uns aber nicht ausruhen. Ich glaube, unser Ding ist, uns geht es sehr, sehr gut. Und Innovation kommt halt nicht aus, kommt das nicht aus den schönen Gegenden, sondern dort, wo es ein bisschen schier und schön in richtigen Mischung ist. Ja? San Francisco, die Gegend ist zwar schön, aber die ist auch schier. Ja? Tel Aviv ist schön und schier gleichzeitig. Ja? Und die Startup-Szene in zum Beispiel in Deutschland sitzt in Berlin, weil das schön und schier gleichzeitig ist. Ja? Also nicht in München oder in Wien oder in Zürich, weil das sind zu schön, da funktioniert ja alles. Ja? Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen uns von dieser Bequemlichkeit über die hinwegsetzen und damit aber auch Leute unterstützen, die das machen. Wenn ich scheitere heute mit einem Unternehmen, mit einer Erfindung, dann bin ich der Bankrotteur, dann bin ich eine gescheiterte Existenz. Wenn ich dagegen nichts mache, habe ich nach wie vor mein Schnitzel und mein Bier morgen. Ja. Und so soll es nicht sein. Wir sollen hier auch denken, wie können wir die Welt besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden haben. Mhm. Vielleicht ist es einfach bei uns zu schön und vielleicht kommt deswegen weniger Innovation von hier. Aber vielleicht wäre das gerade der Appell und der Aufruf, nicht alles nur schön zu sehen. Eine Frage ganz konkret und damit die letzte Frage an den Mario, jetzt auch schon in diesem offenen Plenum. Da hat es auch geheißen, wo können denn Unternehmen jetzt wirklich ganz konkret, es heißt ja auch immer, was haben wir aus Corona mitgenommen, aus Covid-19? Wo können Unternehmen konkret ansetzen, um auf dem richtigen Weg der Digitalisierung zu sein? Was sind wirklich die nachvollziehbaren ersten Schritte, die man setzen sollte? Ich glaube, wo die ersten Schritte schon gesetzt worden sind, ist, das war sicherlich das Arbeiten von zu Hause, diese Flexibilität den Menschen zu geben. Wir sind heute in einer Gesellschaft, die nicht mehr diese Routinetätigkeiten machen soll. Wir sind nicht mehr in der Werkbank und gehen dort runter und machen die Stückzahlen als Mensch, sondern wir sind heute immer mehr Menschen, arbeiten in einem kreativen Umfeld, kreative Arbeit. Man kann nicht kreativ sein zwischen 9 und 17 Uhr, sondern das passiert unter der Dusche oder um 23 Uhr im Bett fällt einem plötzlich die Mega-Idee ein und dann schreibt man das noch nieder. Und diese Flexibilität, glaube ich, man muss den Leuten ein bisschen Kontrolle übergeben. Ja, und das war heute, glaube ich, etwas zu... Und das hat man dank digitaler Technologien, geht das ja. Ich habe für mein Buch Future Angst, das im nächsten Jahr erscheinen wird, schon mehrere Leute interviewt, auch aus der Steiermark. Ja, und da wurde mir gesagt, ja, das war eben... Man hat sogar in Graz Büros aufgemacht, weil man nicht nach Leoben konnte. Und dann will man aber die Leute doch dort sehen. Und jetzt natürlich hat man gesehen, es geht doch. Und hier ist, glaube ich, das beste Argument jetzt in Zukunft wird sein, das ging doch bei Corona genauso. Und da gibt es kein Argument mehr dagegen. Wir machen jetzt mit dem Mario eine halbe Stunde insofern Pause, als dass wir in eine Panel-Diskussion kommen. Und Mario, ich sage Dankeschön fürs Erste. Ab 17.30 Uhr haben Sie ohnehin im Programm die B2B-Meetings mit dem Live-Talk mit dem Mario. Ein herzliches Dankeschön vorab schon. Ja, zu der Panel-Diskussion. Wir haben Best-Practice-Beispiele, die wir Ihnen vorstellen wollen. Und ich darf Ihnen die Diskussionsteilnehmer gleich auch mal vorstellen. Und da haben wir den Ralf Harreiter, Geschäftsführer der Parkside GmbH. Er dirigiert ein Team von 80 Digital-Enthusiasten in Österreich, also in Graz ganz genau, Softwareentwickler. Seit 2005 werden da innovative Unternehmen beim Aufbau der Verbesserung und der Skalierung digitaler Produkte unterstützt. Kann sich gleich einmal dazuschalten.
Dann Silvia Rusegger, Joanneum Research Digital, leitet das Geschäftsfeld Informationsmanagement der Connected Computing Forschungsgruppe, hat technische Mathematik studiert. Wir sind in der Vorstellungsrunde, beschäftigt sich mit neuen Anwendungsfeldern für Softwareprodukte. Auch herzlich willkommen. Dann Werner Kraus, Magenta Telekom, zuständig für Business und Wholesale, ist im Telekommunikationsbereich, der ja sehr gefordert war in der Corona-Zeit, seit vielen Jahren erfolgreich bei Alcatel, danach Maxmobil, dann T-Mobile als Leiter Produktmanagement und schließlich Ralf Mittermeier, auch noch schnell durch die Haare gefahren, Vorstandsvorsitzender und Vorstandssprecher der Saubermacher Dienstleistungs AG, zuständig für Industrialisierung und Digitalisierung der internen Prozesse, eine Branche, die vom Shutdown ja gar nicht so betroffen war, vielmehr sogar mehr Aufgaben hatte oder auch mehr zu tun hatte. Gut, ich darf gleich mit dem Ralf, also herzlich willkommen, sage ich gleich mal mit dem Ralf beginnen, Ralf Harreiter, Digital-Enthusiasten, die Corona-Pandemie mit Shutdown, mit Social Distancing, war das eigentlich, könnte man sagen, ein Treiber? Wir haben immer wieder gehört, wir haben da alle eintauchen müssen. War das ein Treiber in Sachen Digitalisierung? Empfinden Sie das so? Haben Sie das so kennengelernt? Einen schönen guten Nachmittag. Ja und nein. Also für die Digitalisierung war es noch nicht der Treiber. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass die, die bis jetzt, ich sage mal, ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben, durchaus ein bisschen wachgerüttelt wurden. Und ja, natürlich, das haben wir heute schon gehört, wo es dezidiert geholfen hat, ist die Anwendung von Technologie und auch ein bisschen das, die Angst herauszunehmen. Das heißt, da gab es keine Wahlmöglichkeit mehr. Ich selbst habe zwei Kinder, die haben die Schule dann auch auf digitalen Wege erledigen können. Und das hat nach eine Übergangsphase super funktioniert. Und so ist es uns aber auch in Geschäftsbeziehung gegangen. Das heißt, dort, wo wir früher gedacht haben, das muss alles persönlich stattfinden, das hat jetzt natürlich mit der Anwendung von Technologie auch sehr, sehr gut online funktioniert. Aber die eigentliche Digitalisierung, wird man erst sehen, ob das wirklich ein Weckruf war für all diejenigen, die da noch nicht entsprechend investiert haben. Mhm. Könnte ein Weckruf gewesen sein, zumindest, dass man sich einmal informativ damit auseinandergesetzt hat. Meine Frage wäre aber auch noch, was sind die Learnings, was ist geblieben, was sind denn an positiven Erfahrungen da, die man vielleicht nicht so schnell vergessen sollte? Weil vergessen ist natürlich auch etwas, was der Mensch sehr gut kann. Ja, also die positiven Erfahrungen sind dezidiert, Anwendung von Technologie funktioniert und es ist nicht zwingend immer auch dieses persönliche Meeting notwendig. Die positiven Erfahrungen sind auch in der Arbeitswelt, also bei uns zum Beispiel, wir werden 2 Tage Homeoffice pro Woche beibehalten, auch über Corona hinweg, weil wir gesehen haben, das funktioniert mit dem Arbeiten. Die positiven Erfahrungen sind auch, dass es durchaus möglich ist, auch mit etwas Lernen und Üben über digitale Kanäle Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu pflegen. Aber da sind wir noch mittendrin und da lernen wir noch. Die ersten Meetings, die waren ja, habe ich von vielen Seiten gehört, eher ineffizient. Da war, ich meine, die Technik eigentlich eher ein ablenkendes Element. Dann kam man eher in die Gänge. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie gemacht haben? Bei uns nicht ganz so. Wir arbeiten seit einigen Jahren eben auch mit Silicon Valley Unternehmen. Das heißt, wir waren als Parkside selbst schon in diesem Bereich gut aufgestellt, alle mit Notebook ausgestattet. Also das ist von heute auf morgen gegangen, das Umschalten. Aber ja, in unserem Umfeld haben wir es schon miterlebt, dass es eine Herausforderung war. Aber wie gesagt, ich glaube, eine, die sehr gut bewältigt wurde. Und das ist sicher auch etwas, das bleiben wird. Silvia Rusegger, ich darf Sie auch gleich fragen, digitale Transformation, wir haben gerade darüber gesprochen, wir haben alle so ein bisschen schon einmal Kontakt jetzt gehabt mit dem Digitalen. Ich glaube, das Ganze funktioniert dann, wenn daraus auch ein Geschäftsmodell werden kann. Aus Ihrer Einschätzung, kann aus dieser digitalen Transformation auch tatsächlich ein Geschäftsmodell abgeleitet werden, weil dann würde es auch nachhaltig funktionieren? Nun, ich persönlich glaube, dass es gänzlich revolutionäre neue Geschäftsmodelle, Businessmodelle im Sinne von, wie viel verdient ein Unternehmen an Investitionen zurück, durch die digitale Transformation nicht geben wird. Vielmehr, glaube ich, werden sich die Prozesse, und das ist meine Erfahrung, die ich jetzt schon auch gemacht habe, die Prozesse, die mit den Modellen verbunden sind, verändern. Sicher wird es Verschiebungen geben zwischen dem einen oder anderen Prozessknoten in dem ganzen Businessmodellbereich, sodass Bereiche, die
in der digitalen Transformation, die bisher vielleicht eher untergeordnete Rollen gespielt haben, nach oben getrieben werden, andere dafür in den Hintergrund treten werden. Ich komme ja aus dem Bereich der Softwareentwicklung und da hat sich beispielsweise ja sehr lange die Frage, wie kann ich möglichst viele Lizenzen verkauft? Die Frage hat die Welt bewegt. Bereits in den letzten Jahren allerdings hat sich ja gezeigt, dass in diesem Bereich sich auch die Modelle gewandelt haben, wenn ich zum Beispiel an Abo-Modelle denke, die auch in der Softwareentwicklung, in der Softwarelizenzierung groß Einzug gehalten haben. Und das ist vor allem dort natürlich interessant, wo es stark darum geht, Inhalte zu verkaufen. Aber auch das wissen wir, ist nichts bahnbrechend Neues. Abo-Systeme hat es in der analogen Welt schon gegeben, sehr, sehr lange Zeit, wenn ich an Zeitungen denke. Aber neu ist vielleicht, dass die Erstellung, Verbreitung und die Nutzung der Inhalte sehr stark auf digitale Transformation ausgerichtet werden. Ist das jetzt schon disruptiv? Ist das schon so das Alte verdrängend oder passiert das noch parallel in diesen Welten? Ich glaube, dass das noch ganz ehrlich, auch meine persönliche Handhabung dieser Dinge, noch parallel in den Welten funktionieren wird. Was hat sich denn in Ihrer Welt, konkret auch in Ihrem Umfeld durch Covid-19 geändert, verändert, zum Besseren, zum Schlechteren? In meinem persönlichen Arbeitsumfeld ist es sicher so, dass sich der Umgang das haben wir schon kurz vorher angesprochen, der Umgang mit Besprechungen und Reisen vermutlich am meisten verändert hat. Covid-19 hat einfach aufgezeigt, dass viele Dienstreisen quer durch Österreich, Europa, über die ganze Welt verteilt, ganz einfach nicht notwendig sind. Das habe ich gelernt, so geht es einmal ganz persönlich. Man hat gesehen, wie viel man auch digital wirklich abwickeln kann. Gezeigt hat, dass sich das nicht nur auf die Umwelt positiv ausgewirkt hat, sondern auch auf die Ressourcen in den Unternehmen. Sei es Zeit, sei es Geld, sei es was auch immer. Und das habe ich auch gemerkt in meinem Umfeld mit den Kollegen und Kolleginnen, dass sich das positiv auch auf die Motivation der Kollegen und Mitarbeiter ausgewirkt hat, weil man halt nicht mehr immer irgendwo herumsitzt und wartet auf Flughäfen, auf Bahnhöfen oder sonst irgendwo, was ganz einfach ja sicherlich auch persönlich sehr motivierend ist. Maria Herger hat gesagt, wir haben vielleicht verlernt, auch mutig zu sein. Dieses Neue, das uns in erster Linie einmal oft abschreckt. Haben Sie das Gefühl, dass das Neue auch so interessant ist, dass man zumindest einmal keine Angst davor hat? Ja, das glaube ich. Das habe ich schon auch bemerkt jetzt in den beiden Bereichen, in denen ich sehr stark tätig bin bei unserem Institut. Das ist einerseits der Kulturbereich mit Museen, Archiven, Galerien, also wirklich so klassische Kultur, wo sie gezeigt haben, die waren ja noch wesentlich länger im Lockdown als viele andere, wo sie gezeigt haben, dass die dieses Neue, dieses Digitale und auch jetzt sage ich mal wirklich diese Werkzeuge, um digital in Verbindung zu treten, sehr gerne und sehr gut genutzt haben. Im anderen Feld, wo ich tätig bin, das ist Digital Care, ist das natürlich naturgemäß etwas schwieriger. Auch in Pflegeheimen, wo der Lockdown im Grunde noch viel länger war und auch persönlich, glaube ich, für die Betroffenen viel stärker merkbar, weil sich halt Besuche, Kontakte nur ganz schlecht digitalisieren lassen. Also da wird man sich überlegen müssen, in welche Richtung kann auch da digitale Transformation wirklich nutzen und helfen, um den Betroffenen dort nicht das Gefühl zu geben, alleingelassen zu sein. Also da ist durchaus auch noch Potenzial, da ist durchaus noch Luft nach oben. Ich möchte den Ralf Mittermeier auch gleich fragen, eine Branche, die also quasi stark gefordert war, und jetzt kommen wir überhaupt zu den beiden anderen Diskutanten, die noch nicht dran waren. In Ihrer Branche war viel los durch den Shutdown oder durch eigentlich die digitale Welle, die da über Österreich gerollt ist. Ralf Mittermeier, die Saubermacher Dienstleistungs AG, also Ihre Rolle in der Digitalisierung war keine unbedeutende, auch in der Branche. Welche Rolle spielt Digitalisierung in Ihrer Branche? Ja, zuerst einmal grüß Gott. Den einen kleinen Irrtum möchte ich kurz auflösen, dass die Abfallwirtschaft von der Covid nicht so getroffen ist. Ist leider nicht der Fall. Also 30% Umsatzrückgang im April, 16% Umgang noch im Mai. Das ist so grosso modo die beste 4% der Gesellschaften bis minus 73. Sie müssen sich vorstellen, wenn es keine Caterer mehr gibt, wenn es keine Hotels mehr gibt,
all diesen Themen. Und wenn man zu Hause mehr Abfall wegschmeißt, dann ist das für uns nur mehr Kosten, weil wir keine Gebührenmodelle haben, die auf Menge, sondern man fällt halt im Kreis und holt die Kübeln ab. Also leider sind wir auch getroffen, aber ich bin sehr demütig im Vergleich zu so vielen anderen Branchen, geht es uns im Verhältnis, also es geht noch nicht an die absolute Existenz wie bei so vielen anderen. Aber jetzt die Frage zur Digitalisierung. Die Abfallwirtschaft ist ja sicher, ich würde mal sagen, die Gnade der ganz späten Geburt in der Digitalisierung. Also bei uns ist die Digitalisierung erst in den letzten Jahren eingezogen. Aber ich sage immer, Corona für uns, das war, ich glaube, in der Digitalisierung der Branche, ich sage so, es war eine Art Brandbeschleuniger. Mhm. Es hat so diese ersten zarten Versuche gegeben. Und ich werde ein Beispiel oder zwei dann rausbringen, damit man das einmal wirklich sieht, was bedeutet das in den Bereichen, die jetzt wirklich die Stärke gezeigt haben. Ich nehme ein Beispiel, vielen ist von Ihnen wird es aufgefallen sein, die Glasbehälter waren alle plötzlich voll. Mhm. Also wenn man sieht, weil wir alle zu Hause jetzt viel mehr Bier und Wein getrunken haben als normal, die normalen Entsorgungskanäle da von den Restaurants weg waren. Und wenn man sich mal vorstellt, wie funktioniert das System Glasabholung, das ist so, dass man circa alle 6 Wochen in seinem Sammelgebiet diese Behälter abholt und der Wissende ist der Fahrer. Es gibt da nicht wirklich vorgegebene Touren. Der macht das halt seit Jahren oder Jahrzehnten und fährt die Behälter an und weiß schon, wie das normalerweise so läuft. Und wir haben 2 große Feldversuche jetzt gehabt, einen im nördlichen Niederösterreich im Land und dann in Villach und haben dort Behälter mit Sensoren ausgestattet, auch von einem Grazer Startup mitentwickelt, solche Sensoren, die sie dann einbauen, die mit Ultrastall-Füllstand messen und haben genau zu der Zeit auch den Feldversuch jetzt auch gehabt, der läuft noch immer. Und dort hatten wir auch kein Problem mit überfüllten Behältern, weil die Sensorinformationen, die einmal am Tag kommt und in der Nacht ein Algorithmus rechnet, im Grunde genommen halt einfach öfters fährt und die Tour total optimiert. Und das spart 20% Kilometer und damit 20% CO2. Und technologisch kommt man jetzt in die Nähe mit dem Geld, dass man solche Sensoren auch verbaut. Und ich glaube, dass man in 5 Jahren oder in 10 Jahren kein Glasbehälter in Europa mehr klassisch sortieren, weil wir alle das Problem haben, dass die Fahrer langsam alle in Pension gehen, die das wissen. Das relativ schwierig ist. Und na, ist das ein Markt? Na, das können Sie sich mal vorstellen, wir haben ungefähr 1,2 Millionen Glasbehälter in Europa. Das ist für das Startup, das die Sensoren macht, ein Riesenmarkt. Für den, der die Intelligenz hat, aus diesen Daten Informationen zu erzeugen, nämlich die, wie das Abfallfahrzeug fährt. Das ist nämlich ein netter normaler Routenalgorithmus, sondern Sie müssen ja berechnen, wie voll kann das Fahrzeug werden, welche Touren, welche Brücken kann es dann noch um diese Zeit überfahren. Und also das ist schon komplex, da haben wir das FAO Neum mit dabei. Aber das ist so ein Beispiel, wo man sich vorstellen kann, und die werden in ein paar Jahren billiger sein. Ja, und na klar werden wir dann die Behälter, auch an normalen, den wir haben, auf einem Wochenendhaus, die womöglich nur 8 Wochen im Jahr bewohnt werden und nur eigentlich nur 2 oder 3 Mal entsorgt werden, die werden heute alle 14 Tage oder alle 4 Wochen angefahren. Und das sind so Themen der Digitalisierung, wo man sagt, jetzt ist es uns bewusst geworden, in dem Thema mit 1000 anderen Beispielen, aber für jeden, der sich aufgestellt hat, hier etwas zu machen, ist Corona in der Form natürlich ein Triggering-Event. Würden Sie meinen, dass dieses Triggering-Event dazu geführt hat, dass man dazu auch das Geschäftsmodell entwickeln muss, weil sonst ist es ja einfach nur schön, dass es funktioniert und dass es geht und Sie haben den Versuch ja angesprochen, aber das Geschäftsmodell muss ja dann auch im Hintergrund funktionieren, um so etwas dann flächendeckend auszurollen. Ganz genau. Die Geschäftsmodelle heute, die müssen überall angepasst werden. Manche Digitalisierungen helfen einfach. Also wir haben einen digitalen Lieferschein eingeführt, schon länger. Den haben die meisten Kunden sofort akzeptiert, aber ein paar groß, witzigerweise die Großen nicht. Ja, und dann kommt Corona, weil die wollen immer mit dem Kugelschreiber unterschreiben. Und dann kommt Corona und sagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Und plötzlich müssen wir 250.000 Lieferscheine nicht mehr drucken und nicht mehr mitgeben und nicht mehr machen. Und ich hoffe, dass das nach Corona so bleibt.
Ich hoffe, dass wir nicht plötzlich anfangen, jetzt doch wieder Papierlieferscheine auszudrucken. Das ist eine reine Einsparung, die man sich dann auch gut teilen kann. Aber in vielen Dingen werden wir durch diese Digitalisierung unsere Geschäftsmodelle anpassen müssen. Bei uns ganz stark sehr fragmentierte Branche, 600 Unternehmen in Österreich. Den Saubermacher kennt man, aber der hat auch gerade einmal 4% Marktanteil oder 3,5%. Und wir sind schon unter den ganz Großen. Also das ist super fragmentiert. Und Digitalisierung und Fragmentierung ist ja meistens, da braucht es meistens dann einen Intermediant, der dafür sorgt, dass die vielen Firmen auf die vielen Kunden treffen. Und dann werden die Geschäftsmodelle angepasst. Also das wird noch spannend, was da noch nachkommt, um es auch nachhaltig ausrollen zu können. Ich darf den Werner Kraus jetzt auch noch in unsere Runde dazu holen und begrüßen, Magenta Telekom Provider. Jetzt haben wir gerade gehört, mittlerweile können auch Glascontainer sich schon melden. Die melden sich natürlich auch über diverse Funkfrequenzen. Da werden Daten geschickt. Das heißt, Internet of Things, das wird wahrscheinlich auch Datenvolumina binden. Und Sie haben es ja jetzt gerade in diesem Corona-Lockdown selbstverständlich auch bemerkt, wie gut konnten Sie als Provider Ihre Kunden versorgen mit dem bisherigen, beziehungsweise mit dem, was da wahrscheinlich auch in Zukunft noch auf Sie zukommen wird? Ja, zunächst einmal von meiner Seite auch herzlich willkommen zu dieser sehr interessanten Diskussion, an der ich teilnehmen darf. Vielen Dank dafür. Zunächst einmal, ja, wir sind Teil auch dieses Feldversuchs von Saubermacher und wir bieten uns, von uns kommt auch die Connectivity dazu. Das heißt, wir sind da mittendrin auch in dieser Smart Waste Technologie. Für uns selber als Unternehmen hat sich die Corona-Krise eigentlich auch so dargestellt, wie es vorher schon gesagt worden ist. Es hat vieles verstärkt, was schon da war, und vieles beschleunigt, was schon da war. Wir haben ganz klar gesehen, dass wir zum Beispiel als wir selber alle unsere Mitarbeiter natürlich über Nacht nach Hause geschickt haben, auch alle Callcenter-Mitarbeiter. Und es hat wirklich super funktioniert. Wir haben immer schon seit Jahren angeboten, überall Work from Home, in jeder Abteilung und in jedem Bereich, auch im Callcenter. Und das wurde auch von einigen in Anspruch genommen, aber nicht von so vielen eigentlich. Und dann mussten wir es, dann war es einfach so, dass jeder von zu Hause arbeiten musste und es hat ausgezeichnet funktioniert. Und dass das möglich ist und dass es auch so gut funktioniert und dass es auch von den Kunden akzeptiert wird, dass man vielleicht in einem Servicegespräch einmal hinten ein Kind hört oder Geräusche hört, das zeigt schon, dass sich etwas dramatisch verändert hat und sehr schnell verändert hat. Und ich habe dann nach dieser, auch während der Corona-Krise mit vielen unserer Kunden telefoniert, weil ich auch in Summe für alle Geschäftskunden in Österreich verantwortlich bin. Und da ist mir aufgefallen, dass alle das gleiche Thema haben. Und das Thema war, dass plötzlich das Arbeiten von zu Hause und die Notwendigkeit, vernetzte Arbeitsplätze zu haben, sprunghaft gestiegen ist. Und plötzlich war klar, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von zu Hause aus gute Connectivity haben. Wir müssen uns Basics kümmern, wie zum Beispiel, dass wir uns klar werden, wie machen wir Ablagesysteme, wie verwenden wir Tools wie SharePoint, wie machen wir die Laptops unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sicher, Basics wie zum Beispiel VPN-Tunnelverbindungen und so weiter waren zum Teil nicht ausgerollt und wurden innerhalb von kürzester Zeit ausgerollt. Und ich glaube, dass das schon eine wesentliche Veränderung bewirkt hat, die auch nachhaltig sein wird. Aber natürlich, das bin ich schon der Meinung, es hat seine Grenzen und wir sehen es zum Beispiel, um wieder zu den Callcenter-Mitarbeitern zu kommen bei uns im Unternehmen. Da gibt es natürlich viele, die sagen, ich will aber von zu Hause gar nicht arbeiten, weil da habe ich keinen Platz, da muss ich am Küchentisch sitzen und das funktioniert einfach nicht. Und die sind auch die Ersten, die jetzt wieder zurückgekehrt sind in unsere Offices. Aber wir sind nach wie vor in einer Belegung von ungefähr vielleicht 10-15% und der Rest arbeitet von zu Hause und es funktioniert sehr gut. Und vielleicht, wie wir uns darauf vorbereitet haben, was wir gesehen haben in den ersten Wochen, ist, dass der Datenverkehr natürlich sehr stark angestiegen ist. Plötzlich haben alle videotelefoniert oder am Abend Netflix geschaut, mehr als sonst. Und das hat die Netze an Grenzen gebracht, aber Gott sei Dank nicht über die Grenzen hinaus. Wir hatten ein Problem, das war aber eher ein internationales Netz, das nicht mehr funktioniert hat. Aber in Österreich selber hatten wir eigentlich mehr Angst,
zeitweise, dass uns die Sprachtelefonie Schwierigkeiten machen wird. Weil was auch passiert ist, dass die Leute gerade am ersten Wochenende nach dem Shutdown extrem viel wieder sprachtelefoniert haben. Normalerweise ist bei uns in der Telekommunikation der Tag, an der am meisten sprachtelefoniert stattfindet, ist Weihnachten, wo halt wirklich viel sprachtelefoniert wird, wenn man halt Verwandte oder Freunde anruft und lang Zeit hat zum Telefonieren. Und es war aber noch stärker als an jedem Weihnachtswochenende oder an jedem Weihnachtsfeiertag in dieser Phase. Die Netze haben es geschafft, unsere Techniker haben es geschafft, das alles hinzubekommen. Und auch da muss man natürlich sagen, dass die Technologien unglaublich ausgereift schon sind. Die Netztechnologien, aber auch die Technologien für Videostreaming sind extrem gut. Es wird wahnsinnig, also die Puffertechnologie ist super geworden und somit brauche ich auch, kann man auch sehr viel Verkehr abwickeln. Aber natürlich bleibt das eine Aufgabe für die Telekommunikation, die Infrastruktur dementsprechend zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt ein strategischer Wert, wir werden jetzt keine Antwort drauf geben, aber wie viel Potenzial hätten wir denn noch gehabt? War das Netz irgendwann an der Grenze? Gab es wo einen Bottleneck, wo Sie sagen, ui, das ist unser Learning, da müssten wir jetzt noch von mir aus investieren oder Know-how einsetzen? Das Netz als Ganzes ist nie gefährdet, sondern immer nur gewisse Zellen und Knoten. Also Knoten im Festnetz und Zellen im Mobilfunk. Und das wissen wir einfach, das sehen wir auch, wo wir Engpässe oder an Engpässe herangekommen sind. Und dann wird halt dort investiert und werden entweder mehr Sendestationen verdichtet oder mehr Netzknoten für Festnetz gemacht. Und das passiert vor allem natürlich da, wo auch sehr, sehr viele Menschen wohnen und dann auch, wenn sie von zu Hause aus arbeiten, dann eben vom Homeoffice aus arbeiten. Also in den Ballungszentren primär. Wir haben noch knapp 5 Minuten. Ich möchte die Runde einmal noch zurückgehen mit der Frage an alle jetzt. Was ist denn das Learning daraus? Was nehmen wir mit? In dem Fall, was kann die Telekommunikation im Konkreten Werner Kraus dazu beitragen, um den nächsten Shutdown gut zu überstehen? Beziehungsweise muss man vielleicht auch auf die User eingehen, muss man auf die Menschen, die das Ganze nutzen, zugehen und ihnen was beibringen? Was sind Ihre Learnings aus der ganzen Geschichte? Also ich glaube, unsere Learnings sind, dass die österreichischen Unternehmen das alle sehr gut geschafft haben, ihre Mitarbeiter und ihre Prozesse in diesem Setup wirklich auch erfolgreich weiterzuführen. Was uns, glaube ich, noch fehlt, ist die richtige Mischung zu finden zwischen dem, was machen wir tatsächlich über Video, was machen wir über Sprachtelefonie und was machen wir wirklich in Meetings, wo wir uns wieder treffen. Ich glaube, das ist ein Weg, wo auch wir von uns aus im Unternehmen, aber auch mit unseren Kunden sehr, sehr viel im Gespräch sind. Was könnten wir hier an Technologien zur Verfügung stellen, aber was können wir auch an Beratung zur Verfügung stellen, wie man diese Technologien am besten nutzt. Und ich glaube, um einen weiteren Shutdown zu verhindern, braucht es schon auch die Akzeptanz, dass Technologie hier sehr, sehr gut helfen kann. Einerseits, dass man wirklich sich rüstet, dass man jederzeit von zu Hause auch arbeiten kann, wenn man in Quarantäne sein muss oder in Quarantäne geschickt wird oder Teile des Unternehmens dorthin müssen. Und das Zweite, was auch, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns sehr stark damit beschäftigen müssen, das war ja auch ein Gesamtthema hier, wie können wir Innovation, wie können wir technologische Transformation und Digitalisierung so umsetzen, dass sie uns tatsächlich auch nachhaltig im Geschäftsmodell helfen. Und das ist im Moment eine Fragestellung, die man sich sehr, sehr stark stellen muss, weil viele dieser Geschäftsmodelle heute eben auf sehr stark traditionell physischen Logistik und Handhabungsprozessen beruhen. Und ich glaube, das haben alle Vorredner auch schon gesagt, es ist gar nicht so leicht, das umzustellen, weil meistens dann gar nicht so sehr die Technologie fehlt, um das zu machen, sondern das Geschäftsmodell auf dieser Technologie noch nicht so ausgereift ist, dass man mit diesem Geschäftsmodell tatsächlich über diese Technologie dann auch das Geschäft weiterführen kann und erfolgreich führen kann. Das ist dann oft eine Frage des Mindsets, sind dann auch die Endnutzer bereit, dieses Geschäftsmodell auch zu erkennen, anzuerkennen und danach umzusetzen. Ich sage Dankeschön, Werner Kraus, für Ihre Einschätzung. Ralf Mittermeier, wir haben über Geschäftsmodelle, über Nachhaltigkeit mit Ihnen schon gesprochen. Was sind die Learnings der vergangenen 3 Monate bei Ihnen im Unternehmen, beim Saubermacher? Ja, also ich glaube, das größte Learning, das wir alle gehabt haben, ist von dem, was wir glauben, was möglich ist und was wirklich möglich ist unter den Rahmenbedingungen, da klaffen Welten. Wir haben
ist egal, Forecasts aus dem Boden gestampft, was normal heißt, unmöglich in der Zeit, alles erledigt, die Mitarbeiter in 3 Tagen von 100% Office auf 98% Homeoffice, mhm. Also sich selber nicht so viele Grenzen zu setzen. Im Herbst nennen wir Office Plus, wir haben uns noch nicht entschieden, wie der andere Ralf sozusagen im Call, wie das Modell genau ausschaut. Wir haben so ein Credo bei uns ausgegeben, das Beste aus beiden Welten zu finden. Aus der Welt, von der wir kommen und die Welt, die wir jetzt gelernt haben, mit diesem Geist offen zu sein, nicht zurück zu wollen, aber auch nicht das jetzt als das Thema. Unser Lessons Learned ist Arbeitsmeetings oder Informationsweitergabemeetings machen die Leute jetzt auf Video, selbst wenn sie da sind, weil man ist viel diszipliniert, das funktioniert perfekt, man hat automatisch das Mitlaufen. Ich glaube, vor zwei Tagen, am letzten Woche am Donnerstag, eine Teamsitzung gehabt mit 140 Mitarbeitern. Ich habe plötzlich einen direkten Kanal, wo ich normal über X-Management-Ebene gehe, man kann Informationen weitergeben. Also das alles einzubauen in ein neues Management- und Betriebsmodell, das ist jetzt sicher die Herausforderung und halt einfach wirklich das Mitnehmen. Ich glaube, dass Unternehmen, die ins alte Modell zurückfallen, nicht überlebensfähig sind. Und diese Balance zu finden, für was verwenden wir die Büros noch? Also wir sind draufgekommen, für vieles gut, streiten kann man ganz schlecht über Video. Und ich weiß nicht, kreativ einzeln vielleicht, aber so, wenn man versucht, eine neue Idee, wo man so 4, 5 Leute in ein Ding ist, wo man was hinschmiert an der Wand und irgendwas, also das habe ich, also, und ich bin sicher digital affin, aber da scheitere ich und wir alle komplett, also da haben wir richtig aufgeatmet. Eigentlich braucht man mehr Begegnungszonen, was jetzt mit Corona gerade ein bisschen, wie man das macht, muss man ein bisschen überlegen, aber das einbauen, ist interessant, vielleicht ganz interessant, wir haben unsere Mitarbeiter gefragt, was soll nach Corona bleiben? 86% vermehrter Homeoffice-Einsatz, ohne dass ich jetzt sozusagen sage, wie viel, 86%, die Leute waren eigentlich grundsätzlich sehr, sehr zufrieden und 80% beibehalten von Videokonferenzen, auch wenn wir im Büro sind. Mhm. Also das waren so die 2 absoluten Highlights, die wir mitgenommen haben. Also die Leute sehen die vielen Positiven. Wir wissen, dass wir mindestens so effizient waren wie davor. Hm. Was wir immer bestritten hätten, wenn die Leute zu Hause sind. Und eigentlich sind wir effizienter, verteilt zu arbeiten unter den richtigen Rahmenbedingungen. Ich habe übrigens auch eine Studie gelesen, da heißt es, die Zahl der Krankenstandstage ist massiv zurückgegangen, weil wer im Homeoffice ist, der arbeitet auch, wenn er sich leicht verschnupft fühlt und kann auch niemanden anstecken. Ja. Aber in Krisen gehen Krankenstandstage generell zurück. Das war auch 2008, da hatten wir keine Gesundheitskrise und die Krankenstandstage sind auch zurückgegangen. Ich sage immer, der Alarmmodus hält uns ja gesund. Wenn der Stress nachlässt, dann versucht das System sich wieder zu erholen. Und ich glaube wirklich, dass das einfach nicht abgefeierte Krankenstandstage sind, sondern wie alle wissen, in einem Alarmmodus fährt unser Immunsystem einfach hoch. Und man wird weniger krank, weil man halt im Alarmmodus ist. Und das wird uns schon wieder einholen und da muss man das auch richtig sehen, dass es nach Zeiten der Anspannung auch die Entspannung wieder. Ich bin bevorzugt im Urlaub krank, also mein Körper kann das auch ganz gut. Ja, den haben Sie gut im Griff. Ralf Mittermeier, ich sage danke für Ihre Einschätzung. Also offenbar haben Sie dann viele freie Büros, um kreativ zu arbeiten oder auch um zu streiten, je nachdem, was Sie vorhaben. Ja, kreativ streiten ist vielleicht da. Wieder viel gelernt. Ich darf jetzt auch gleich die Silvia Russecker fragen. Ja, was nimmt man mit aus den vergangenen Monaten, beziehungsweise worauf sollte man vielleicht doch besser vorbereitet sein, falls es einen weiteren Lockdown gibt. Was sind Ihre Learnings daraus? Also persönlich glaube ich nicht, dass es noch einmal zu so einem Lockdown kommt, wie wir ihn gehabt haben. In einzelnen Branchen oder Lebensbereichen, ja, das sehen wir ja gerade. Für uns oder für mich wichtig in dem Zusammenhang wird aber sein, dass wir, wenn man so sagen kann, die Errungenschaften, die wir gemacht haben, nicht wieder aufgibt und alles wieder zurückbaut. Das passt wunderbar zu meinen Vorrednern auch, weil diese Möglichkeiten, die sich in Unternehmen geboten haben, die sich gezeigt haben, da war in sehr kurzer Zeit, muss man sagen, durchaus schon sehr viel Gutes dabei. Im Unternehmen, wo es notwendig sein wird, in einem Lockdown-Betrieb vermutlich sowas wie einen Partiebetrieb zu schalten,
wird man gut daran tun, und das sehe ich schon auch für uns, den Notfallplan, lassen Sie mich das so sagen, zu überdenken, da und dort zu optimieren, weil, wie gesagt, es war viel Gutes dabei, aber es gibt sicherlich da auch noch einfach aus der Erfahrung jetzt noch Sachen, die man besser machen kann, so dass wir dann nicht wieder überrascht werden, so wie Großstädte vom Schnee im Winter beispielsweise. Mhm. Unternehmen, da zähle ich uns jetzt ganz ehrlich dazu, die in den letzten Monaten sehr stark auf Homeoffice gesetzt haben, auch wir sahen, also eigentlich von einem Tag auf den anderen zu fast 100% in Homeoffice gegangen, aus der Not heraus. Und da sollten wir doch wirklich intensiv darüber nachdenken, was man da technisch, infrastrukturell verbessern kann, was man beibehalten kann, weil auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass das die Motivation der Mitarbeiter und Kollegen schon enorm angehoben hat, dieses Office mit dieser Freiheit, mit dieser ein bisschen Selbstverantwortung. Ich glaube, es schadet nicht, ein bisschen an Verantwortung, Selbstverantwortung auch zu übergeben und dieses Vertrauen, das man einfach im Mitarbeiter haben muss, auch zuzulassen, sage ich jetzt einmal nicht. Mhm. Es wird weiterhin diese hybride Lösungen geben zwischen Homeoffice und Office. 100% Homeoffice, da bin ich auch davon überzeugt, das wird in sehr vielen Branchen nicht funktionieren. Aber kurzum oder kurz zusammengefasst, sollten wir jetzt nicht einfach zum Alten übergehen und alles zu den Akten legen, sondern auf dem jetzt Entstandenen aufsetzen und einfach weiterdenken, auch im Sinne der Umwelt, der Motivation, mhm, und ja, des sozialen Miteinanders. Ich sage danke auch schön, Silvia Russegger. Jetzt kommen wir noch zu Ralf Harreiter. Was können steirische Unternehmen jetzt konkret tun? Was können sie lernen von denen, die vielleicht schon weiter sind? Was sind da Ihre Erfahrungen der letzten Monate, um auch da noch ein Abschlussstatement zu bekommen? Ja, wie ich gesagt hatte, ich glaube, das Homeoffice wird bleiben in weiten Teilen. Ich hoffe allerdings, dass es die Situation der letzten Monate dann durchaus schon ein Anstoß ist für die echte Digitalisierung, dort, wo sie noch nicht stattgefunden hat. Was können die Unternehmen tun? Ich glaube, in vielen Unternehmen, wo es noch nicht der Fall ist, ist es wichtig, dass Digitalisierung ein Vorstandsthema wird. Und die Firma Saubermacher ist das hier ein gutes Beispiel. Es ist auch wichtig, glaube ich, für viele zu verstehen, dass Digitalisierung nicht zwingend heißt, ich muss mit dem Geschäftsmodell starten und bevor ich das nicht habe, kann ich nicht Schritte setzen, sondern Digitalisierung ist ja oftmals, sind ja auch kleine Schritte. Das sind Prozessoptimierungen, das ist ein Denken in Kundenanforderungen, das ist ein sehr kunden- und servicezentriertes Andenken. Und das ist genau das Beispiel, finde ich wunderbar, wenn ich mir Gedanken mache heute, wie kann ich einen Service verbessern, wie kann ich einen Service für meine Kunden verbessern, für meine Mitarbeiter verbessern, dann ende ich ja heute in der Mehrzahl der Fälle ohnehin bei einer digitalen Lösung. Das heißt, ich muss mir nicht zwingend die Gedanken machen, wie mache ich mein Unternehmen digital und wie schaut das Geschäftsmodell in 5 Jahren aus? Ja, das macht schon Sinn. Aber ich sollte mir auch Gedanken machen, wie kann ich einfach die nächsten Schritte setzen? Wie kann ich bestehende Services verbessern? Wie kann ich mehr userzentriert arbeiten? Wie kann ich für meine Mitarbeiter arbeiten? Ich glaube, diese kleinen Schritte können uns voranbringen. Dann sage ich auch mit diesem Statement ein herzliches Dankeschön, Ralf Harreiter. Und ich danke dieser Diskussionsrunde, diesem Panel, waren interessante Inputs, die wir von Ihnen bekommen haben. An der Stelle also auch noch einen schönen Abend, wo immer Sie gerade vor der Videokamera sitzen. Dankeschön. Wie geht es bei uns hier weiter mit dem Live-Talk mit Mario Herger? Darf mich an der Stelle aber verabschieden und Sie mit dem Mario alleine lassen. Vielleicht noch ein paar Optionen, genaue Anleitungen im Swipecard auf diese Session klicken, zum Live-Talk mit Mario Herger. Hier klicken, dann kommen Sie genau dorthin. Es öffnet sich dann ein zweites Fenster, bei dem Sie zum Live-Talk extern auf bigmarker.com weitergeleitet werden. Und falls Sie die Meldung erhalten, neuer Audio-Stream erkannt, dann einfach auf eine beliebige Stelle tippen, dann sind Sie schon dort. Ja, und betreten Sie dann automatisch auch die Live-Talk-Session. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein, Dankeschön fürs Zuschauen. Viele Inputs haben wir mitbekommen. Jetzt muss man an der Stelle aber schon auch sagen, das sind Inputs, das sind Vorschläge, das sind Dinge, ja, die Sie jetzt selber umsetzen müssen, die Sie selbst auch noch in Ihrem Unternehmen implementieren müssen. Ich bekomme gerade ein Schild hingehalten, die B2B-Meetings, die sind auch noch, klarerweise sind auch noch ein paar Termine, ein paar Slots offen, also auch da vielleicht draufklicken auf B2B-Meetings, um sich intern zu vernetzen. Auch diese Chance haben Sie hier auf diesem Forum, auf dieser Plattform. So, in diesem Sinne jetzt aber wirklich noch einen schönen Abend und alles Gute weiterhin
und viel Erfolg. Und hoffen wir, dass natürlich möglichst viel aus diesen Corona-Zeiten, Post-Corona-Zeiten gelernt wurde und dass Sie das alles umsetzen können. Schönen Abend. Bitte schön, schönen Abend. Danke.